Idelette de Bure, um 1507 geboren, war die Tochter eines Kaufmanns in Lüttich. Aus dem Flämischen stammend, hatte die Familie schon früh Kontakt zu reformatorischen Kreisen gehabt. Idelette heiratete Jean Stordeur und schloss sich später den Täufern an. Der Preis dafür war allerdings hoch. 1533 wurden die Protestanten aus Lüttich vertrieben und alle verloren ihren Besitz. Das Ehepaar versuchte in Genf Unterschlupf zu finden, wo der Reformator Johannes Calvin eine bedeutende Rolle spielte, nicht nur in der Reformationsbewegung, sondern auch in Idelette de Bures Leben. Doch auch in Genf fühlte sich Idelette nicht sicher. Die Reformatoren waren gespalten, Calvin stand unter Druck. Sich gegen die Katholiken durchzusetzen war das eine, aber die Machtkämpfe in den eigenen Reihen drohten die Reformation im Keim zu ersticken. Idelette und ihr Mann flohen daher weiter nach Straßburg zu Idelettes Bruder Lambert. Zum zweiten Mal verlor das Paar alles, als es 1538 aus Genf verbannt wurde. Auch Johannes Calvin floh aus Genf nach Straßburg, das im 16. Jahrhundert vielen verfolgten Anhängern der Reformation Schutz und Unterschlupf bot. Der Reformator wurde freundlich aufgenommen und wurde Pfarrer der französischen Flüchtlingsgemeinde. Hier in Straßburg kreuzten sich die Lebenswege von Idelette de Bure und Johannes Calvin zum ersten Mal. Idelette und ihr Mann hatten sich der französischen Flüchtlingsgemeinde angeschlossen. Mit ihrem Mann sprach sie häufig über Calvin. Was mich mit Jean Calvin verbindet, ist die Liebe zur Bibel, zum Wort Gottes und der Wunsch, dieses Wort Gottes im Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Im Frühjahr 1540 starb Idelettes Mann an der Pest. Sie stand mit ihren zwei Kindern allein und mittellos da. Der Straßburger Reformator Martin Bucer, ein enger Freund Calvins, nahm sich ihrer an. Und bereits wenige Monate später, im August 1540, heiratete Idelette de Bure durch Vermittlung von Martin Bucer Johannes Calvin. Es war keine Liebesheirat, aber eine Heirat, die getragen war von der langsam gewachsenen Freundschaft. Als seine treue Helferin zog Idelette kurz nach der Heirat mit ihren beiden Kindern in Calvins Haus ein. Ihre Aufgabe war es, sich um die große Zahl der französischen Gäste und Flüchtlinge zu kümmern. Sie ging zu den Kranken, versorgte sie mit dem Notwendigsten und half, wo immer Hilfe Not tat. Als Calvin im September 1541 nach Genf zurückkehrte, folgte seine Frau ihm wenig später. Dass Calvin nun in den Ehestand getreten war, hatte viele überrascht, denn noch kurz zuvor hatte er seinem Freund Guillaume Farel geschrieben: »Ich gehöre nicht zu der verrückten Art von Liebhabern, die auch die Fehler ihrer Geliebten preisen, wenn sie einmal von der Schönheit hingerissen sind.« Idelette hatte nun ihren Platz gefunden, als Lebensgefährtin des berühmten Reformators Johannes Calvin. Knapp zwei Jahre nach der Heirat brachte Idelette in Genf ein Kind zur Welt. Doch der Junge starb nach nur wenigen Tagen. Die Trauer war groß. »Der Herr hat uns ja mit dem Tod unseres Söhnleins einen schweren, herben Schlag gegeben. Aber er ist der Vater. Er weiß, was seinen Kindern gut tut«, schrieb Calvin in einem Brief. Der Verlust des Kindes hinterließ Spuren bei Idelette. Fast 7 Jahre war sie geplagt von Fieber, Schmerzen und Blutungen. Zeit ihres Lebens erholte sie sich nicht mehr. Doch ihren unverbrüchlichen Glauben an ihren Gott, der es gut mit ihr meinte, verlor sie nicht. Am 29. März 1549 starb Idelette in Genf. Noch im Sterben zählte Idelette auf ihren Gott, der schon mit Abraham einen Bund geschlossen hatte. Dieser Bund Gottes hörte für Idelette nicht am Sterbebett auf, sondern begann dort noch einmal neu in einem neuen Leben. O glorreich Auferstehen, o Gott Abrahams und aller unserer Väter, schon seit Jahrhunderten haben alle Gläubigen auf dich gehofft, und keiner ist getäuscht worden. So harre denn auch ich deiner.
Bis zur letzten Minute ihres Lebens war Johannes Calvin an der Seite seiner Frau. Der Schicksalsschlag traf ihn tief, wie er in einem seiner Briefe nach ihrem Tod schrieb. Genommen ist mir die beste Lebensgefährtin. Wäre mir Schlimmes widerfahren, sie hätte nicht nur willig Verbannung und Armut mit mir geteilt, sondern auch den Tod. Solange sie lebte, war sie mir eine treue Helferin in meinem Amt. Idlette de Bure stand mit vielen Frauen von reformatorisch Gesinnten in brieflichem Kontakt. Als ehemalige Täuferin hatte Idlette Sympathien und Verständnis für täuferische Ansichten. Und mit dieser Überzeugung hatte sie Calvins Auseinandersetzung mit den zerstrittenen und in Gruppen gesplitterten Reformierten gewiss nachhaltig beeinflusst.